Wortwahl, Worte, Äußerungen, unbedachte Äußerungen. Das ist heute hier unser Thema. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von mRhetorik. Schön, dass du dabei bist und ich hoffe, es geht dir gut. Wenn wir, und jetzt geht's los, wenn wir eine Rede halten, dann überlege mal bitte, woran denkst du da? Wie ist deine Wortwahl? Und achso, falls du dich wunderst, was das für ein Hintergrund ist, es ist gerade ein Seminar, es ist just gerade das Ende der Mittagspause, die Teilnehmer sind noch draußen und ich nehme nur noch schnell ein Video auf und dann geht es auch schon gleich weiter. Aber jetzt überleg doch mal bitte, wenn du eine Rede, einen Vortrag hältst, wie ist deine Wortwahl? Wie redest du und welche Worte kommen aus deinem Mund? Möglicherweise kommt da sowas raus wie, ja wisst ihr, das ist gar nicht so schlimm, wenn man das macht. Das ist gar nicht so schwer, wenn man das macht. Was kommt denn da raus? Erstmal hast du Negation drin, nicht schlimm, nicht schwer und schon klappt es nicht. So, weiter geht's. Wenn du dann solche Begriffe nimmst wie schwer, schlimm, dann passiert eins, du wertest. Du hast sofort eine Bewertung in deinen Äußerungen, die das Publikum aufnimmt. Und überleg doch bitte mal, egal in welchem Sachverhalt wir gerade unterwegs sind, für manche ist etwas schwer, für andere wieder leicht. Für manche ist es schlimm, für manche schön. Für manche sympathisch, für andere unsympathisch. Und bitte, wenn du einen Vortrag hältst, dann werte nicht. Du kannst immer sagen, für mich fühlt es sich an wie, mir fällt es leicht. Für mich war es schwer, das zu lernen. Das ist in Ordnung. Das ist eine Selbstkundgabe, eine Selbstoffenbarung, wo du sagst, für mich war es so und so und so. Aber bitte, fang doch nicht an zu werten, wie es fürs Publikum sein wird. Da bitte ich dich ganz doll, lass das bitte weg, denn das Publikum soll selber seinen Weg finden. So. Und wir haben heute am Tag der Ausstrahlung, das wird der 31. Oktober sein, das ist also ein Feiertag. Und jetzt überleg doch bitte mal, wenn du die Zeit hast, es ist Halloween und was genau wird über Halloween gesagt? Das sind ganz, ganz viele Wertungen. Wenn du jetzt aber möglicherweise hast du ein Kind oder du kennst Kinder, aber wenn Kinder jetzt an Halloween gehen, die ist Halloween super schön. Und dann gibt es Erwachsene, da gibt es möglicherweise Senioren, die sagen, was für ein schrecklicher Feiertag. Halloween bleibt aber immer noch Halloween. Und die Frage ist doch, wie wertest du es für dich? Also, jetzt kommen wir zurück zum Thema Wortwahl und unbedachte Äußerung. Da ist Folgendes gewesen, ich bin in einem Supermarkt und dieser Supermarkt, wo war ich da? Es war in einer fremden Stadt und ich dachte, Mensch, hier schnell einkaufen, bringst noch schnell die Pfandflaschen weg. Und ich sage, finde den Automaten nicht, ich komme da also hin und sage, Entschuldigung, wo bringt man hier eigentlich oder wo ist denn der Pfandautomat? Und dann passiert Folgendes, die Kollegin guckt mich an, ja, guckt mal schon mal so von unten nach oben, sagt, der Automat ist da hinten wie schon immer. Und das ungefähr auch mit dieser Optik, ja, oder mit dieser Mimik. Und ich denke so, aha, sage vielen Dank und denke, ach, guck mal an, wie selbstverständlich das für die Dame ist. Für sie ist der schon immer da hinten. Jetzt war ich das erste Mal da. Ich habe es nicht gewusst, wo der ist. Hätte sie einfach nur gesagt, der Pfandautomat befindet sich dort hinten, wäre alles fertig gewesen. Aber dieses wie schon immer, das heißt, pass auf, du Idiot, das weiß doch wohl jeder. Achte drauf, welche Äußerungen du bringst. Achte drauf, welche Worte du irgendwo hinten anhängst. Denn das ist das, wo du dann entsprechend wertest. Das ist das, wo du Menschen sagst, oh, na das hätte ich anders gedacht, da habe ich was anderes erwartet, was auch immer. Hier bist du sofort in einer Wertung drin. Und die Worte, die du wählst, sollten auch bedacht sein. Stell dir vor, wir haben eine öffentliche Veranstaltung und bei dieser Veranstaltung geht es um Geld. Und dann heißt es, wissen Sie, wenn das und das und das passiert, das kostet so und so viel Geld, das ist jetzt nicht viel. Das kostet das und das, das ist jetzt nicht viel Geld. Das wird keinen von Ihnen umbringen. Also erstmal wieder Negation, nicht viel Geld, ja, keinen von Ihnen umbringen. Es bleibt immer hängen, viel Geld umbringen. So, und das Interessante dabei der ganzen Sache ist, wenn du dir das überlegst, was da rauskommt, wenn du dir überlegst, was bei den Zuhörern hängen bleibt, das ist gleich eine Wertung und eine Sichtweise von dir. Ich sage jetzt einfach mal bitte irgendeinen Betrag
500 Euro, das ist nicht viel Geld. Heißt, für mich sind 500 Euro nicht viel Geld. Vielleicht sitzt da aber irgendein Student, vielleicht sitzt dort eine Seniorin, die sagt, 500 Euro, davon kann ich 2 Monate Lebensmittel kaufen, davon kann ich 1 Monat leben, davon kann ich 3 Monate als Student leben. Ich weiß nicht, was da rauskommt, aber bitte werte doch nicht. Sag doch einfach, hier geht es um 500 Euro. Und für jeden sind 500 Euro der Betrag, der es ist. Mal mehr, mal weniger. Du sagst einfach nur, es sind 500 Euro. Ohne Wertung. 500 Euro sind 500 Euro, kann keiner darüber streiten. So, und jetzt ist wichtig, nicht zu werten, habe ich gerade gesagt. Und deswegen, wenn du in deiner Wortwahl, in deinem Wording bist, nicht jetzt sagen, das ist viel Geld, das ist wenig Geld, das lässt du alles weg. Gehst einfach auf den Fakt. Du kannst sagen, 500 Euro, das ist für mich viel Geld. Denn für mich bedeutet das. So kannst du ansetzen. Dann baust du eventuell gleich wieder eine gewisse Sympathie auf, weil Symmetrie, ne, gleiches Maß, schafft Sympathie, gleiches Gefühl. Und das ist das Spannende daraus, oder darin. Wenn du sowas nimmst, hast du die Möglichkeit, gleich wieder eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Jetzt gibt es Menschen, die sind immer wieder in diesen Wertungen drin, sind immer wieder dabei. Und wenn ich so einen Vortrag gesehen habe, dann gehe ich ganz bewusst mal im Publikum her und frage, sag mal, wie ist das eigentlich? Wie hast du das wahrgenommen? Und das Spannende ist, dass die Personen dann wirklich sagen, naja, also das klang ziemlich arrogant. Oh, das klang herablassend. Oh, das klang aber sehr schüchtern. Was immer der Kontext ist. Aber ich denke immer, bin ich da jetzt anders, wenn ich daran denke? Aber nein, Gott sei Dank, es kommt bei anderen auch wirklich so raus, dass die Wirkung deiner Worte dort sehr ähnlich ist. Deswegen, ich betone es nochmal, achte auf deine Worte, denn sie wirken sofort. Das löst etwas in deinem Publikum aus. Deswegen denke bitte dran, dein Publikum entscheidet über die Worte und wie sie die empfinden, nicht du. Wenn du sagst, wissen Sie was, 500 Euro ist nicht viel Geld, und da sitzt jemand und sagt, du arroganter Fatzke, 500 Euro ist für mich verdammt viel Geld. Ja? Andere können damit die Yacht voll tanken für die nächste Seemeile und wieder andere leben davon 2 Monate. Und deswegen bitte, ich reite auf den 500 Euro rum, wie du merkst, bitte achte drauf, was du genau machst. Und das gibt es bei so vielen anderen Sachen. Unbedachte Äußerungen kommen ganz, ganz oft vor. Überlege bitte immer, was sagst du zu jemandem? Ja, zu deinen Kindern, die Mathehausaufgaben. Och, guck doch mal hin, das ist doch wirklich leicht. Für dich ja, für dein Kind nicht. Und wenn du nachher Memory spielst, ja, und dir die Sachen merken sollst, sagt dein Kind, oh Mama, das ist doch ganz einfach, Papa, das ist doch ganz einfach. Da liegt es doch. Und für dich ist es nicht einfach, weil wir einfach ein anderes Denken haben. Jeder ist in seiner Welt, jeder hat seine Stärken, jeder muss das so hinnehmen, wie es für ihn passt. Und das ist das Entscheidende in deinen Worten. Werte nicht, sondern gib einfach etwas, ja, einen Fakt raus, und dann soll jeder für sich selbst werten. Ich hoffe, das hat dir etwas geholfen. Ging heute mal um ein sehr spezielles, kleines Thema, aber wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß. Achte auf deine Worte, denn sie werden bei deinem Publikum was auslösen. Und wenn du Lust hast, unten drunter ist das Seminar für März 2020 drin. Ich mache mal wieder ein offenes Seminar, denn das, ich sag mal, bis dahin bin ich ausgebucht. Und wenn es für dich interessant ist, schau gern rein. Mail mich gerne an, wenn du Fragen hast. Und dann gucke ich, dass ich die beantworten kann. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ja, hab einen schönen Feiertag, wenn du es gerade heute siehst. Und bis demnächst.